komme ja viel mit Künstleragenten und solchen Leuten zusammen in meinem Beruf. Und wenn Sie zu so jemandem ins Büro kommen, dann müssen Sie mal darauf achten, der ist immer mit jemand wahnsinnig Wichtigem am Telefonieren. Ich mache Ihnen das vor, ich bin der Künstleragent, kommt gerade jemand rein. Nehmen Sie mal den Platz, ich habe Obama am Rohr. Barack, was ist los? Ja, natürlich, wenn du das nächste Mal nach Berlin kommst, dann sprichst du vom Brandenburger Tor, selbstverständlich. Was heißt davor? Ich setze dich oben auf die Quadriga. Ja, 500.000 Leute, garantiert. Mario Barth macht's Vorprogramm. Ja, alles schon eingetütet. Was? Ob ich die Handynummer von Carla Bruni habe? Ja, sicher, ich mache da die Platten mit der. Was willst du denn? Barack. Denk an Clinton, der hat wenigstens 2 Jahre gewartet. Hast du jetzt wirklich andere Probleme? Weltwirtschaftskrise, deine bekiffte Verwandtschaft, ne? Weißes Haus neu streichen. Wie, verstehst du nicht? Frag deine Frau. Ich muss Schluss machen, McCain ist gerade reingekommen. Nein, nicht eurer, unserer, der mit den Tiefkühlfritten. Barack, wir telefonieren. Ja, ja. Gruß an Michelle. Jo, tschüss. So, das war Obama, jetzt zu Ihnen. Was können Sie für mich tun? Mein Name ist Kirsch, Bubi Kirsch. Ja, Herr Kirsch, was ist gebacken, was liegt an, was können Sie? Ich bin Imitator. Mhm. Was können Sie imitieren? Ich kann ganz toll einen Ozeandampfer imitieren. Ozeandampfer. Ja, die Spannung steigt, Herr Kirsch, ist fast mit Händen greifbar, da imitieren Sie mal. Ja, ein Ozeandampfer von Bubi Kirsch. Ja, Herr Kirsch, ich überlege gerade, was Dieter Bohlen wohl jetzt sagen würde. Ich kann auch andere Sachen. Ich kann Vögel. Hier, raten Sie mal, was das für ein Vogel ist. Ich weiß es nicht. Ein Schluckspecht. Herr Kirsch, ich kann auch noch andere Vögel. Hier kommt eine Möwe von Bubi Kirsch. Herr Kirsch, das ist alles Scheiße, was Sie hier machen. Ja, weil mit Schiffen und Vögeln können Sie doch im Showgeschäft heutzutage keinen Blumenpott mehr gewinnen. Da müssen Sie Menschen nachmachen. Kann ich auch. Raten Sie mal, wer das ist. Moin, Herr Kirsch. Ich weiß es nicht. Mein Briefträger. Was sind Sie durch einen Pullover gestillt, oder was? Ich rede doch nicht von irgendwelchen Leuten. Ich rede von Prominenten. Kann ich auch. Hier kommt Peter Maffay. Über 7 Brücken musst du gehen, 7 dunkle Jahre überstehen. Das ist doch nicht Maffay. Doch, als Kind. Herr Kirsch, selbst wenn Sie die Stimme drauf hätten, das reicht doch nicht. Da muss doch noch ein komischer Grundeinfall her. Pass auf, ich mache Ihnen das vor mit Helge Schneider und Peter Maffay. Jetzt hören Sie sich das mal an. So, jetzt kommt ein ganz alter deutscher Schlagersänger und er singt einen ganz alten deutschen Schlager, aber nicht den ganzen, sondern nur den letzten Teil. Moment, Helge, das begreife ich nicht. Warum darf ich nicht das ganze Lied singen? Weil das Lied scheiße ist, Peter. Ne? Da ist eine ganz alte Schote, nur der letzte Teil ist schön, damit poppen. Und jetzt fang an, sonst sing ich das Lied. Okay. Ich war 16 und sie 31. Und von der Liebe wusste ich nicht viel. Sie wusste alles. Und sie ließ mich spüren, ich war kein Kind mehr. Sing schneller, Peter, das Ding zieht sich. Na schon.
Und es war Sommer, das erste Mal im Leben. Es war Sommer, das allererste Mal. Ah, das ist schon eine arme Sau, der Peter Maffay. Da ist er 16 Jahre alt geworden und hat immer nur Winter erlebt. Kein Wunder, dass er einen Eiszapfen hat. Und als ein Mann sah ich die Sonne aufgehen. Und es war Sommer. Ach, schon wieder. Und es war Sommer. So, jetzt wissen Sie auch, wer Peter Maffay entjungfert hat. Es war Dr. Sommer aus der Bravo. Herr Kirsch, ha? So geht das. Ja, schön, kann ich aber auch. Mit Julio Iglesias, jetzt passen Sie mal auf. Wenn ein Schiff vorüberfährt, macht es Puh.